Sie glauben ja gar nicht, was die Leute im und neben dem Festzelt so auf der Wiesn alles verlieren. Ein verlassener Rollstuhl im Riesenrad war auch schon dabei dieses Jahr. Tausende Fundstücke werden jedes Jahr auf dem Münchner Oktoberfest abgegeben. Und neben typischen Dingen des Alltags landen auch höchst ungewöhnliche Objekte in den Regalen. Einmal kurz nicht aufgepasst oder die ein oder andere Maß zu viel, schon sind sie weg. Handtasche, Kamera, Handy. Fast jedem ist auf der Wiesn schon mal etwas abhanden gekommen. Ich habe meinen Geldbeutel verloren, war nicht so nice. Kennen Sie das Teufelsrad? Ja, ist diese Scheibe, die sich dreht. Mein Handy rausgefallen, das wurde mir geklaut. Vor 2 Jahren mein Geldbeutel und Fundbüro war Ersatz mit X. Damit das nicht der Regelfall ist, schreiben im Fundbüro auf der Festwiese 16 Mitarbeiter Überstunden. Teamleiter Martin Messinger hortet Berge an Fundsachen, wie massenweise verlorene Geldbörsen. Also so nach unseren Erfahrungen in den letzten Jahren wird sich so zwischen 4.000 und 5.000 im Schnitt bewegen. Handtaschen, Schuhe, Kleidung. Alltag im Fundbüro. Aber auch wirklich Kurioses ist dieses Jahr schon abgegeben worden. Also dieser Rollstuhl wurde tatsächlich Anfang der Woche auf der Wiesn beim großen Riesenrad gefunden. Ob das Oktoberfestbier doch heilende Kräfte hat? Auf Messinger wartet der erste Fall. Wohin meine ich? Ich will jetzt Schnürsenkel wieder binden. Ja. Dann habe ich meine Jacke über die Brüstung, was außen diese Balken sind. Okay. Dann stehe ich auf und meine Jacke ist weg. Das ist jetzt mein 500 Euro hat die wertvolle Trachtenjacke gekostet. Messinger führt seinen Klienten zu den Fundstücken. 40 Jacken sind alleine gestern hängen geblieben. Die Suche erfolglos. Ich war ja sorry auf 10 Sekunden. Gell? Wahnsinn. Ja, es gibt leider auf der Wiese nichts, was nicht gibt. Im Guten wie im Schlechten. Gestohlen oder nur verwechselt? Oft genug landen Kleidungsstücke doch noch im Fundbüro, nachdem der neue Besitzer seinen Rausch ausgeschlafen hat. Der Herr wird nächste Woche nochmal nachsehen. Mit mittelmäßigen Aussichten. Jeder fünfte sowas kann es tatsächlich wiederbekommen durch uns. Haben wir gerade gefunden. Wie wir mir 2 Tische geräumt haben, in der Nähe vom Schottenhammelbüro, waren 2 Reihen reserviert für Amerikaner. Okay. Genau, da war jetzt der Wechsel drin. Aha. Und die haben wir da gefunden. Der Sicherheitsdienst ist angehalten, Wertgegenstände sofort zum Fundbüro zu bringen. Messinger registriert gleich vor Ort jede Passnummer und jeden Cent in der Tasche. Viel Arbeit. Die Räume füllen sich. Es wird kräftig gesucht. So manche Ehe lagert in diesem Schrank. Auch die berühmten Eheringe, die gern auf der Wiesn verloren werden, erstaunlicherweise jedes Jahr wieder. Wo dann die Männer, im Regelfall Männer, selten Frauen, ne? Ich habe meinen Ehering, ich brauche den dringend. Beziehung steht hier keiner auf dem Spiel. Die Verzweiflung ist trotzdem gewaltig. Das Smartphone ist weg. Leider können die Beamten auch nicht helfen. Auch exklusive Mitbringsel wurden auf dem Oktoberfest schon vergessen. Vom Taucheranzug bis zur Angelrute. Die Profis unter den Wiesnbesuchern haben ihre ganz eigenen Tricks, damit trotz Bierseligkeit nichts verloren geht. Ich sag nur, Plastikgeldbeutel. Ich hab das hier. Und hier habe ich meinen Busbeutel. Keine Karten, kein gar nichts. Geld und Taschentücher. 30 Minuten später. Die Tasche von vorhin hat ihre Besitzerin wieder. Doch richtig glücklich scheint die junge Amerikanerin nicht zu sein. Tut mir leid, aber so ist das Gesetz in Deutschland. Der Knackpunkt, fürs Registrieren des Inhalts fallen ordentlich Gebühren an. Also ihr habt meinen Geldbeutel aufgemacht, mein Geld gezählt und beschlossen, 30 Euro rauszunehmen? Doch an den Gebühren ist nicht zu rütteln. Ausweis oder Kreditkarte kosten pro Stück 10 Euro. Da hilft auch kein Schimpfen. Sie verlangen 10 Euro für die Brieftasche, dann 10 Euro für die erste Karte und noch 10 Euro dafür, dass ich Studentin bin. Erklären Sie mir das doch mal. Für Messinger kein Problem. Studentenausweis kostet 10 Euro. Mit dem deutschen Wort Verwaltungsaufwand sind die beiden Amerikaner offensichtlich noch nicht vertraut. Die Emotionen kochen. Ich will meine Sachen zurück, die gehören mir. Bleiben Sie ruhig. Warum machen Sie es dann nicht? Los! Ruhig bleiben. Ich will meine Sachen zurück. Ja, natürlich. Geben Sie sie zurück. Das machen wir schon, aber nicht so. Nicht so. Immer ruhig bleiben. In vielen Jahren Dienst auf der Wiesn hat Messinger eins gelernt. Man braucht ein dickes Fell.
Immerhin beruhigen sich die Gemüter wieder und die Studentin aus den USA bekommt ihre Tasche zurück. Doch auch handfester Streit kann immer passieren. Bei wirklich schwer Betrunkenen auch, natürlich alles nicht die Regel, aber in Einzelfällen ist es schon so, dass man dann im schlimmsten Fall halt die Security ziehen muss, die einem hilft. 20.000 Menschen kommen jedes Jahr ins Fundbüro auf der Wiesn. 60% der Fundsachen bleiben liegen. Bei dieser Trachtenjacke sieht es besser aus. Ja, wenn es ist. Ganz kleinen Moment, ich schau mal, wo wir es her haben. Das ist ja jetzt schön. Ein schneller Erfolg? Sicher. Noch nicht, denn Messinger arbeitet genau. Es ist aus einem Bierzelt, aber es ist keins der von Ihnen genannten. Darum habe ich ja gefragt, ob Sie sicher sind. Ja, das ist ganz sicher meine. Die gibt's das ist 54, oder? Schauen wir mal rein, bitte. Der Größenabgleich muss Aufschluss bringen. Ohne genaueste Beschreibung oder andere Eigentumsnachweise wird nichts rausgegeben. Ja, in der Tat, das ist dieselbe Jacke, aber es sind 54, das ist sie nicht. Ja, 46, sehen Sie. Nicht das Zelt und nicht die Größe. Wie gut, weiß ich Bescheid, besten Dank. Und ja, schönen Tag noch. Auch wenn nicht jeder Fall gelöst werden kann, werden Martin Messinger und sein Team daran arbeiten, möglichst viele Wiesennächte doch noch zu einem guten Ende zu bringen.